Hallo Piraten und Matrosenbeute, herzlich willkommen zu den News. Heute gibt's News über Brandons Verbleib bei Bluehole und außerdem über das neue Weapon Mastery System. Tja, es ist soweit, Brandon verlässt PUBG. Das bedeutet, er geht zwar nicht ganz aus dem Entwicklerstudio raus, aber er hat PUBG für sich abgeschlossen. Ja, er war ja der Ideengeber dafür, wie das ganze Spiel aussehen soll. Und überlässt das jetzt dem fähigen Team der PUBG Corp und kriegt selbst ein kleines Team von etwa 12 bis 13 Mann, die ihm dabei helfen, seine nächsten Spieleideen zu entwickeln. Das Ganze passiert unter der Schirmherrschaft von Bluehole, also dem Entwicklerstudio, das ihn aufgenommen hat mit seiner PlayerUnknown's Battlegrounds Idee. Und er bekommt da einen Sandkasten gestellt, also quasi er hat ein eigenes kleines Secret Office mit seinem Team, wo er eben neue Konzepte entwickelt und neue Ideen verbastelt. Und dann sind wir natürlich sehr gespannt, was dann da hinterher bei rumkommt. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, Brandon Green, für die Idee zu PUBG. Ich genieße das Spiel immer noch und ich hoffe, euch geht's genauso. Es wird ein neues Progressionssystem geben und zwar morgen auf dem Testserver könnt ihr spielen. Nächste Woche geht das dann live. Morgen gibt's wahrscheinlich dazu auch schon Patch Notes, ja, wenn ich schnell genug dazu komme. Da geht es darum, dass ihr mit jeder Waffe quasi einen Fortschritt sehen könnt, wenn ihr da mehr Kills macht, wenn ihr längere Schüsse trefft und so weiter und so fort, dann wird dieser Balken sich füllen und ihr könnt in der Übersicht sehen, okay, wie sieht's gesamt mit meinen Waffen aus, wo bin ich mit welcher Waffe wie gut und außerdem gibt's auch noch einen Latest Match Screen. Das bedeutet, euer letztes Spiel könnt ihr nochmal analysieren, wie ihr da mit welchen Waffen umgegangen seid, was ihr da geschafft habt und so weiter und so fort. Ihr könnt dann mit jeder Waffe wohl 10 Level aufsteigen bis zum nächsten Mastery-Tier. Also bedeutet, dass ihr 10 Tiers erreichen könnt. Das heißt, insgesamt sind das etwa 100 Level. Und zu jedem Level und jedem Tier gibt es auch Belohnungen. Diese Belohnungen, und jetzt die ganzen Kritiker aufgehorcht, diese Belohnungen werden nicht zu kaufen sein. Die kann man sich nur erspielen. Das heißt, ihr gebt für diesen Mastery-Skill oder beziehungsweise für diesen Talentbaum oder wie auch immer man das nennen soll, für diese Belohnungen gebt ihr kein Geld aus, sondern ihr könnt euch die alle erspielen. Da gibt es zum Beispiel Belohnungen wie diese Charms, die wir ja schon aus Rainbow Six kennen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die an der Waffe angebracht sind. Das können wir morgen aber testen. Außerdem gibt es Symbole, ja, die ihr spammen könnt, hoffentlich vielleicht mal irgendwann, wie das zum Beispiel in LOL ist. Darüber machen sie sich aber gerade noch Gedanken, wie man das quasi verbuchseln könnte, denn im Realismus ist das ja nicht unbedingt geschuldet, wenn da hinter dir das Mastery-Symbol aufploppt und über deinen Kopf geht. Deswegen, sie denken sich gerade noch aus, wie man da quasi dann angeben kann vor den anderen Spielern mit diesem Symbol. Auch wird es Medaillen geben und das funktioniert in etwa so wie ja diese Steam-Achievements, ja. Denn da seht ihr ja schon, one enemy mit Headshot und so weiter und so fort. Das alles gehört auch zum Progressionssystem. Und dieses Progressionssystem wird natürlich nach dem Feedback von uns Spielern auch bei Bedarf angepasst werden. Wie gesagt, das Ganze soll es morgen schon auf dem Testserver geben. Deswegen halte ich die News hier relativ kurz, weil morgen gibt es ja dann auch nochmal ein Video dazu. Und gebt gerne der PUBG Corp ein bisschen Feedback dazu. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt in der Videobeschreibung das Interview von Brandon Green sehen, wo er eben sagt, dass er aufhört mit PUBG und könnt auch euch nochmal den Text durchlesen zu der ganzen Weapon Mastery Geschichte. Jetzt aber Dankeschön fürs Einschalten, haut rein, bis demnächst.